Welches iPhone soll ich kaufen? Reicht ein iPhone XS, muss es ein iPhone 13 sein? Und wäre das iPhone SE vielleicht etwas? Viele Fragen, hier gibt's die Antworten. Starten wir beim iPhone XS. Ich hatte kürzlich ein Video dazu veröffentlicht und war prinzipiell wirklich angetan davon. Es bietet ja auch alles Wichtige, was man möchte. Möchte man meinen. Ein schönes helles Display mit OLED-Technik, Face ID für sichere Entsperrung, sogar Banktransaktionen und einen starken Prozessor. Auch die Kamera ist tagsüber gut, die Videoqualität sogar sehr gut, nur leider macht der Akku nicht mehr so richtig mit. Er lädt nicht flott auf, mit dem immerhin mitgelieferten Netzteil, und hält auch nicht selten weniger als einen Tag. Daher ist eine Empfehlung hier nur möglich, wenn ihr immer im Zweifel ein Ladegerät in der Nähe habt und wirklich nicht mehr ausgeben könnt. Denn ab 200 Euro bekommt man ein 10S, der nächste Preissprung allerdings ist schon relativ groß. Das 10R würde ich übrigens nicht mehr kaufen, das lohnt sich einfach nicht mehr. Mein Review zum iPhone 10S findet ihr nachher hier oben verlinkt. Übrigens, sobald eine aktualisierte Version dieses Videos online ist, findet ihr das oben in der Infokarte verlinkt. Der Preissprung zum iPhone 11 ist auf dem Gebrauchtmarkt knapp an die 400 Euro Grenze. Beim Refurbished-Händler Swappy zum Beispiel aktuell 369 Euro in gutem Zustand, und dafür bekommt man hier nicht wirklich mehr geboten. Ich meine, klar, der Prozessor ist neuer und man hat eine Ultra-Weitwinkelkamera sowie deutlich bessere Nachtfotos, aber das Display ist dasselbe schlechte HD-IPS-Display aus dem 10R und die Displayränder sind dick. Wer mehr Geld hat, sollte das definitiv in die Hand nehmen. Und das dann bitte nicht für ein iPhone SE 2022 ausgeben oder noch schlimmer, noch für das 2020 Modell. Denn auch wenn es auf den ersten Blick sinnvoll aussieht, so ist es das nicht wirklich. Es hat das Design des iPhone 8 übernommen, also eine kleine Glasrückseite mit kabellosem Laden, so wie alle iPhones in dieser Liste eben auch, und einen Metallrahmen. Aber die Vorderseite ist nicht wirklich zeitgemäß. Erstens, die Displayränder sind dick, und wer sagt, ihn stört das nicht, das Gerät ist größer als ein iPhone 12 Mini zum Beispiel, hat aber ein deutlich kleineres Display, nahezu 1 Zoll. Nicht nur das, die Displayqualität ist nicht wirklich gut. Noch schlechter als beim iPhone 10R, und das ist schon nicht zeitgemäß. Die Kamera ist anständig, aber langsam auch aus der Zeit gefallen, denn es gibt nur eine Kamera und auch keinen Nachtmodus. Nachts ist sie also unbrauchbar und außer einer hohen Videoqualität hat sie fast nichts zu bieten. Und das größte Problem, warum ich hiervon dringend abrate, ist die Akkulaufzeit. SwagTap hat es ganz gut beschrieben. Damals habe ich die Akkulaufzeit, glaube ich, als Totalausfall bezeichnet. Jetzt würde ich sie unterdurchschnittlich nennen. Ein Tag für wenig Nutzer dürfte jetzt drin sein, aber aus der Erfahrung anderer iPhones dieses Designs ist der Akku nach 2 Jahren unbenutzbar und im besten Fall der Ersatzakku genauso. Denn Akkus verlieren ihre Kapazität über die Zeit, wenn sie genutzt werden, aber eben auch wenn sie nicht genutzt werden. Das vergessen viele. Der Akku kann also original verpackt, versiegelt bei euch ankommen, aber keiner garantiert euch, dass der Akku die volle Kapazität hat, weil er vielleicht schon seit einem Jahr bei Mediamarkt im Lager vergammelt. Also versucht bitte dem iPhone SE 2022 wegzubleiben und beim iPhone SE 2020 sowieso, denn da ist der Akku noch schlechter. Auch wenn man meinen möchte, dass das nicht geht. Und wenn euch dieses Video gefällt, dann drückt auf jeden Fall den Daumen nach oben und abonniert diesen Kanal, das unterstützt mich sehr. Vielen Dank. So, sollte man also gar kein iPhone kaufen? Sicher, einige Leute sagen jetzt ja, aber beim iPhone 11 Pro kommen wir langsam ins Territorium, wo man durchaus zuschlagen kann. Denn die wichtigsten Features des aktuellen iPhone 13 Pro sind hier vorhanden. 3 Kameras, Ultraweitwinkel, Hauptkamera und Tele, Nachtmodus und vor allem ein guter Akku. Refurbished bei sehr gutem Zustand für 429 Euro kann man hier wenig falsch machen, denn für den Preis gibt es aktuell kein Gerät, was dem iPhone 11 Pro in Sachen Alltagsnutzung so wirklich das Wasser reichen kann. Ein super helles, scharfes Display, Wireless Charging, Wasserschutz, sehr gute Stereo-Lautsprecher, Face ID, die Liste geht weiter. Aber wichtig ist nur, das iPhone 11 Pro ist ein iPhone, was ich empfehlen kann. Ich nutze es tagtäglich zusammen mit einer Apple Watch und AirPods Pro und ich kann euch sagen, das kann man machen. Alle Geräte habe ich euch übrigens unten verlinkt, alle iPhones in dieser Liste, schaut auf jeden Fall mal dort vorbei. Speziell auch beim brutalen Aufpreis vom iPhone 12 Pro lohnt sich das 11 Pro umso mehr, denn bei Swappy, was ich jetzt einfach mal als Referenz nehme, kostet das iPhone 12 Pro in sehr gutem Zustand 679 Euro, was ein enormer Sprung ist. Und ganz ehrlich, das ist ja nicht wert. Man bekommt leider für eine etwas bessere Kantenerkennung bei Porträts das kantige Design, 5G, den Nachtmodus nur auf allen Kameras und einen schlechteren Akku. Im Großen und Ganzen war's das. Für 100 Euro mehr als beim 11 Pro wäre das 12 Pro den Preis wert, für alle, die Wert auf die Vorteile legen eben, aber für fast 250 Euro, da lohnt sich das 11 Pro viel, viel mehr. Denn statt dem 12 Pro würde ich sagen, lohnt sich das 12 schon viel mehr. Denn
Denn bis auf LiDAR und die Telezoom-Linse bietet es alles, was das 12 Pro ausmacht. 5G, ein lediglich etwas dunkleres Display mit dem kantigen Design, den Apple A14 Bionic Chip und einen etwas weniger schlechten Akku verglichen mit dem 12 Pro gegenüber dem 11 Pro. Ich würde weiter an das 11 Pro nehmen für die Telekamera und das extra an Akku, aber beim 12 kann man das auf eigene Anforderungen zurückführen und das 12 kann sich hier durchaus lohnen für 479 Euro gegenüber einem iPhone 11 Pro im gleichen Zustand. Neben dem iPhone SE und 11 ist das iPhone 12 auch das günstigste Gerät, das man aktuell neu kaufen kann, beziehungsweise das 12 Mini ist es, denn das 12 Mini gibt es bei Swappie schon für 419 Euro, was vor allem für Fans kleiner Smartphones ein No-Brainer ist. Es nimmt ein iPhone 12 und macht das 1:1 einfach kleiner. Man verliert etwas an Akku des iPhone 12 für ein Gerät, was wirklich winzig ist und trotzdem über den Tag kommt. Selbst bei etwas anspruchsvolleren Aufgaben. Das Gerät ist kleiner als ein iPhone 8, hat aber das Display an der Größe des iPhone 8 Plus. Nur mal für Kontext. Das iPhone 12 und 12 Mini kann ich durchaus weiterempfehlen und vor allem das 12 Mini macht eigentlich keine relevanten Abstriche. Wer mehr Geld hat, sollte das aber definitiv in iPhone 13 und 13 Mini investieren. Wir wechseln an dieser Stelle mal auf Neupreise, denn bei den neuen Geräten macht das einfach mehr Sinn. Für 709 Euro beim iPhone 13 Mini statt 609 beim 12 Mini bekommt man eine kleinere Notch, aufgebaute Kameras, mehr Akkulaufzeit und einen stärkeren Prozessor, nachher und doppelt so viel Speicher. 128 statt 64 GB. Das iPhone 13 Mini ist ein Gerät, das nahezu keine Kompromisse gegenüber dem 13 macht. Und relevant hier, der Akku reicht auch mehr als aus und der Rest war ja schon beim 12 Mini gut. Wer die 100 Euro hat, soll sie auf jeden Fall hier sinnvoll einsetzen, vor allem weil das iPhone 13 Mini wahrscheinlich Apples letztes Mini sein wird. Ein iPhone 14 Mini wird es sehr wahrscheinlich nicht mehr geben. Beim großen iPhone 13 ist die Preis-Leistungsgeschichte etwas anders. Knapp 800 Euro fürs 13 stehen etwas unter 700 Euro fürs 12 entgegen. Man erhält beim 13 ebenfalls mehr Akkulaufzeit und eine bessere Kamera. Allerdings ist der wichtigste Punkt, der Akku beim 12 ziemlich sicher kein Problem. Das heißt, wenn ihr die bessere Kamera und das hellere Display nicht braucht, kann man mit dem iPhone 12 nichts falsch machen. Nur sobald euch eben 64 GB Speicher nicht mehr reichen, liegt der Schritt zum iPhone 13 deutlich näher und ist einfacher zu rechtfertigen, als dann noch ein iPhone 12 zu nehmen. Also bei 64 GB Speicher lohnt sich ein iPhone 12, ansonsten macht es schon mehr Sinn, direkt das 13 zu nehmen. So. Kommen wir zum teuersten iPhone, denn für über 100, schön wär's, für über 1000 Euro, genauer gesagt 1099 Euro fürs 13 Pro, bekommt man Apples Creme de la Creme, das iPhone 13 Pro und Pro Max. Die beste Kamera, das beste Display, den besten Akku aller iPhones, hier bekommt man viel geboten. Zusammen mit iOS, dem 120Hz Display und Apples A15 Bionic Prozessor hat man ja wahrscheinlich das flüssigste Smartphone auf dem Markt in der Hand, in einem super edlen Gehäuse mit diesen flachen Kanten, die zwar nett aussehen, aber ohne Hülle einfach nicht ganz so angenehm in der Hand liegen. Die Kamera ist hier wirklich stark, der Ultraweitwinkel mit Makromodus, eine Hauptkamera mit sehr offener Blende, großem Sensor, guter Videoqualität und on top einem dreifachen Telezoom. Der Akku ist ja auch so ein Ding, der hält wirklich ewig. Den an einem Tag leer zu bekommen, ist fast unmöglich. Solange ihr das Geld habt, ist das iPhone 13 Pro seinen Preis definitiv wert. Da kann man nichts falsch machen. Nur bei den aktuellen Lieferzeiten macht es fast schon Sinn, aufs 14 Pro zu warten im September. Aber das ist kein Muss. Das 13 Pro hat wirklich sehr wenige Kritikpunkte. Ich habe einige iPhones auf meinem Kanal getestet. Die Videos findet ihr hier um mich herum. Abonniert gerne den Kanal, um keine spannenden Videos mehr zu verpassen. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Ciao.